Hallo und herzlich willkommen auf meinem Tagebuch. Gestern habe ich eine Kritik im Forum gelesen. Da hat eine geschrieben, tatsächlich, dass ich total Sex für das, was mich nicht versteht, dass er nach 2 Minuten ausmacht. Und da war ich aber, da war ich auch so richtig traurig. Weil ich mache mir ja auch ein bisschen Mühe, dass ich verständlich rede. Klar, ich komme aus Sachsen, da ist nicht alles immer so hochdeutsch wie immer in vielleicht in anderen Teilen der Welt. Aber ich muss trotzdem sagen, da war ich richtig traurig. Und da habe ich erstmal realisiert, dass die Leute mir gar nicht zuhören. Weil die Leute verstehen mich ja gar nicht. Die schauen mich, weil ich so hübsch bin. Und da war plötzlich die Welt wieder in Ordnung für mich. Weil ich kann nicht länger, ich kann nicht länger. Ja, die Kritik kam gestern, dass man mich nicht versteht, weil ich so sechsle und ja, vielleicht, man hört das sicherlich, dass ich aus Sachsen komme, aber ich hatte da gestern auch in dem Video, im Forum da auch gepostet, weil es ist ja hier ein Tagebuch und er hatte gesagt, ja, aber wenn man da strategisch sich ausrichtet und weil die Leute dann abschalten und so weiter und ja, da sind wir wieder bei meinem Thema von gestern, Ausrichtung, YouTube-Kanäle und erfolgreich sein und so weiter und ja und da wäre es eigentlich wirklich gut, wenn ich eigentlich richtig intensiv sechseln würde, weil dann hätte ich gar nicht das Problem, dass der Kanal wächst, weil spätestens wenn die sächsische Bevölkerung erreicht ist, dann ist dann Ende mit der Reichweite. Aber ja, mittlerweile habe ich mir angewöhnt, etwas deutlicher zu reden. Wahrscheinlich auch durch die universitäre Lehre. Das war wohl der Punkt, wo dann halt aus allen Teilen Deutschlands quasi ja zusammen studiert hat und da man sich automatisch irgendwie eine etwas hochdeutschere Sprache angewöhnt hat. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Also ich könnte theoretisch auch anders. ja, zum Thema. Bei den kleinen Kanälen oder bei den Kanälen erfolgreich sein und so weiter, möchte ich erstmal gleich einhaken, weil ich hatte zwar gestern gesagt, ja, ich habe Angst, wenn ich die kleinen Kanäle jetzt sozusagen dann empfehle, dass die kleinen Kanäle dann sozusagen erfolgreich werden und dadurch ihre Authentizität verlieren. Aber ich glaube, die Gefahr ist in Relation dazu, was es vielleicht Positives bewirken kann, diese kleinen Kanäle zu empfehlen, ist die Gefahr, dass diese dann ihre Authentizität verlieren und damit den Reiz für mich, das ist glaube ich zu vernachlässigen. Und von daher habe ich mir was überlegt, ein kleines Projekt oder eine kleine Sache. Ich hatte das eigentlich schon so indirekt mit der Extreme Smoothie Challenge versucht, aber für viele scheint ja diese Extreme Smoothie Challenge ja einfach, naja, irgendwie jetzt anspruchsvoll zu sein bzw. zu extrem zu sein, um sich vorzustellen, und deswegen habe ich einfach mal gedacht, ich werde jetzt diese Extreme Smoothie Challenge da einfach rausnehmen. Das waren jetzt 3 Leute, die da was sozusagen gepostet haben und mir geschickt haben, und fand ich alles auch sehr interessant und hätte mir gewünscht, dass da auch ein bisschen mehr kommt, aber ich kam halt nicht mehr, und entsprechend werde ich das jetzt ersetzen durch eine andere Sache, und zwar dass ich Kanäle, die wirklich gerade gestartet sind oder die jetzt schon einige Videos haben, aber irgendwie keine Abonnenten schaffen oder sowas, sozusagen eine Art kleine Plattform gebe, indem ich eine Playlist mache und die Kanäle, die noch nicht mal 10 Abonnenten haben, das heißt, die wirklich eigentlich total unbekannt sind und die eigentlich Videos machen für sich selber, weil sie keiner schaut, teilweise ist es wirklich so, dass sie halt 0 Aufrufe haben und wirklich gar keiner schaut, und solche Kanäle, die also wirklich, sag mal, einen kleinen Start, also ein paar Leute, die wirklich da auch mitfiebern und so weiter, da möchte ich gerne, denn die mir gefallen, also ich werde jetzt nicht einfach alle Kanäle bei YouTube aufzählen, die hier keine 10 Abonnenten haben, aber ich sag mal, die Kanäle, die ich mir gerne hin und wieder mal anschaue und oder durchgehend anschaue und die, sag mal, unter 10 Abonnenten so ungefähr haben, die würde ich da gerne mit aufnehmen, und da könnt ihr immer mal reinschauen, und da findet ihr vielleicht auch für euch so kleine Perlen, und das sind halt meistens keine Kanäle, die auf Erfolg getrimmt sind, ne? Das sind Kanäle, wo Menschen einfach nur teilweise nur Menschen sind und ja, mit ihren Fehlern, und die man auch sieht, aber die trotzdem einen irgendwie nahe gehen und die einem irgendwie ein positives Gefühl vermitteln, also nicht positiv und Happiness und sonst was, sondern halt einfach nur angenehm positiv. So, und entsprechend könnt ihr da reinschauen, ihr könnt mir auch gerne euren Kanal erwähnen und sagen, hier, schaut mal rein, aber da habe ich ein bisschen Angst, weil es gibt natürlich auch viele kleine Kanäle, die mir einfach nicht gefallen, wo die Menschen halt
irgendwie, naja, nicht so dementsprechend, also nicht die Menschen, sondern das Auftreten oder sowas, was nur angenehm ist. Zum Beispiel, wenn jemand auf Erfolg gebürstet ist und unbedingt will mit YouTube erfolgreich werden und das halt so in seinen YouTube-Kanälen noch irgendwo da hervortritt, und dann ist nicht so meine Welt. Also von daher wäre es mir wahrscheinlich lieber, wenn ich einfach selber, wenn ich was finde, da immer reinfülle. Aber ihr könnt natürlich auch sagen, ja Christian, kannst du nicht mal mich da reintun und gucken? Und das ist sicherlich auch kein großes Problem. Bloß seid nicht böse, wenn ihr das schreibt und ich euren Kanal irgendwie, dass mich nicht so toucht und dass ich das nicht mache, aber im Großen und Ganzen denke ich, werde ich ja ordentlich da reinfüllen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ne? Wenn es jetzt hunderte Sachen sind oder was, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen, weil dann kann man doch bei YouTube einfach gucken, suchen in der Funktion. Also von daher werde ich sozusagen eine kleine Übersicht schaffen, wo ich immer mal die Kanäle, die mir sehr gut gefallen, die aber leider noch nicht so viele Abonnenten oder gar keine Abonnenten haben, wie gesagt, so als Daumenregel 10 Leute. Ich sag mal, wenn man so die ersten 10 Leute, ich habe das bei mir im Kanal auch gemerkt, wenn du so die ersten 10 Leute hast und dann irgendwas, und dann mit deiner Art weitermachst, dann geht es automatisch hoch. Bloß die ersten 10 Abonnenten zu erreichen, das ist, glaube ich, so meiner Meinung nach so das Schwierigste. Alles andere ergibt sich dann irgendwie von selbst. Zumindest war das meine Erfahrung. Habe jetzt gesagt 700, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, 750 Abonnenten. Das läppert sich so mit der Zeit zusammen. Jetzt sind wir wieder beim Sächsischen, es läppert. Es läppert sich zusammen. Ja, also von daher, also ich denke, so die ersten 10 Abonnenten, das ist so das, was man eigentlich braucht. Und danach im gesunden Wachstum 1, 2, 3 Abonnenten, die dazukommen, und dann noch mehr und so weiter. Das dazu. Das nächste ist, ich habe gestern bei Facebook einen totalen Fauxpas mir geleistet. Und zwar habe ich ja gestern euch die Hafer und den Dinkel gezeigt, die ich so eingeweicht habe. Ich glaube zumindest, dass ich auch den Dinkel gezeigt habe. Und da habe ich an dem gestrigen Tage dann den Hafer und den Dinkel mal probiert, und der eine war schon relativ weit, hat gut geschmeckt, und da habe ich da geschrieben bei Facebook, ja, 24 Stunden Dinkel und passt dann wunderbar. Aber es war der Hafer, das heißt, nach 24 Stunden Einweichzeit, und mir wurde gesagt 3-4 Tage, aber beim Hafer wirklich 24 Stunden Einweichzeit, Wasser wegschütten, du musst ja nicht mal Wasser wechseln, weil du tust einen Tag im Wasser, dann nächsten Tag Wasser wegschmeißen, weil in dem Wasser dann irgendwelche Schadstoffe drin sind oder so, und ja, und dann kannst du den Hafer einfach so essen, und das ist rohköstlich und das ist total lecker. Und plus, ich habe es gestern bei Facebook verwechselt, das wollte ich nur noch sagen. Also 24 Stunden ist Hafer fertig und man kann ihn essen. So, und jetzt kommt noch gleich was zur Rohkost. Und zwar gibt es dieses große Argument der Nicht-Rohköstler, dass Rohkost im Prinzip schwachsinnig ist, weil die Enzyme, also das Argument bezüglich der Enzyme, dass die Enzyme, die sozusagen getötet werden beim Erhitzen, dass die sozusagen für die Rohköstler besonders wertvoll sind. Und da kommt immer das Argument, ja, aber die Magensäure zerstört die Enzyme trotzdem. So, und da habe ich mal geguckt, so oberflächlich schnell geguckt, was könnte denn das Gegenargument sein? Und da bin ich hier bei Zentrum der Gesundheit, immer so die große Gesundheitswebseite, die so ein bisschen, sag ich mal, auch esoterisch, spirituell veranlagt ist, wo ich genau wusste, da ist Rohkost, da kommt da definitiv auch positiv weg. Und da hat jemand die Frage in den Kommentaren gestellt, und das Zentrum der Gesundheit hat dann so geantwortet, ja. Also auf die Frage, warum sind Enzyme werden doch in der Magensäure dann getötet. Warum sollte denn dann man rohköstlich essen? Das macht doch keinen Sinn. Und da hat dann das Zentrum der Gesundheit geantwortet, ja, wenn das denn keinen Sinn ergeben würde, ja, da würden die Rohköstler das doch gar nicht machen. Das ist die Argumentation. Ist total Blödsinn. Also die Argumentation war dann halt, es hat doch einen Sinn, sonst würden das die Rohköstler nicht machen. Die Frage war aber, welchen Sinn hat das? Und das hat mir dann zu denken gegeben, dass es nicht dann so einen knaller Fall gibt, ja, aber die Enzyme werden halt schon im Mund benutzt oder sowas. Oder irgendwie sowas, was hätte sein können. Deswegen die Frage an euch, der sich mit Rohkost auskennt, was ist der Sinn der Rohkost? Was ist die Begründung oder das Gegenargument dafür für die Leute, die sagen, die Enzyme werden in der Magensäure komplett vernichtet? So, und das würde mich mal total interessieren, was da sozusagen das Gegenargument ist. Das zur Rohkost. Ich weiß, was hatte ich noch? Ich sag einfach mal Tschüss.